In diesem Video werden wir euch die Hominiden vorstellen. Hominide bedeutet lateinisch so viel wie menschenartig. Der Beginn der Entwicklungsgeschichte des Menschen und seiner frühen Vorfahren bis zum Zeitpunkt der Abspaltung seiner Art vom gemeinsamen Entwicklungszweig der Menschenaffen festgesetzt, als sich der erste Vertreter der Menschenartigen anatomisch und genetisch zu verändern begann. Noch vor einiger Zeit nahm man an, dass dieser Prozess vor rund 4,4 Millionen Jahren begann. Inzwischen wurden aber immer wieder neue Funde gemacht und dabei stellte man fest, dass dieser Prozess bereits vor etwa 7 Millionen Jahren einsetzte. Aufgrund globaler klimatischer Veränderungen schrumpfte der afrikanische Regenwald, der sich einst zwischen Ost- und Westküste erstreckte, auf seine heutige Größe zusammen und machte Steppen- und Buschlandschaften Platz. In diese Zeit fallen auch die Entwicklungen von Sahelanthropus tjadensis, Ororin tugenensis und Australopithecus ramidus vor 7 bis vor 5,7 Millionen Jahren. Diese drei Arten lebten am Rande des tropischen Regenwaldes und hatten die Wahl zwischen Wald und Savanne. Lange Zeit wurde angenommen, dass sich der aufrechte Gang aufgrund der Überblickbarkeit des Lebensraumes in den hohen Savannenlandschaften entwickelt habe. Diese Theorie geriet nun ins Wanken. Warum sich der aufrechte Gang entwickelte, ist bis heute noch nicht genau geklärt. Es ranken sich einige Thesen um diese Entwicklung. Die erste Hypothese, die UFO-Hypothese, besagt, dass sich der aufrechte Gang nicht zu Lande, sondern im Wasser entwickelt haben könnte, als frühe Hominiden ihre Nahrung aus dem Wasser an Land brachten. Die zweite Hypothese geht auf den Vorteil des aufrechten Ganges bezüglich der Sonneneinstrahlung auf den Körper ein. Beim aufrechten Gang traf die Sonne nur Kopf, Schultern und Füße. Auf vier Beinen aber wären die Hominiden der vollen Sonneneinstrahlung und der Hitze der Erdrückstrahlung ausgesetzt gewesen. Die dritte und gängigste Hypothese wirft einen Blick in das Verhalten im Tierreich, da sich viele Tiere bei Gefahr auf die Hinterbeine stellen, um größer und gefährlicher auf ihre Feinde zu wirken. Tatsächlich zählt der Mensch zu einem leicht zu erbeuteten Wesen. Er ist weder schnell noch hat scharfe Krallen oder scharfe Zähne. Die einzige natürliche Waffe, die er hat, sind seine Hände. Mit ihnen kann er sich mit einem Stock verteidigen oder Steine werfen. Die Hominiden könnten den aufrechten Gang somit entwickelt haben, um für ihre Feinde größer und bedrohlicher zu wirken. Zeitgleich aber auch, um stetig beide Hände frei zu haben und sich effizient zu besetzen zu können. Außerdem haben amerikanische Wissenschaftler in einer Studie den Energieverbrauch von Schimpansen und Menschen beim Gehen verglichen und dabei festgestellt, dass der Gang auf zwei Beinen viel Energie spart. Ein Mensch braucht für seine Fortbewegung nur ein Viertel der Energie, die ein Schimpanse benötigt. Der Sahelanthropus tjadensis lebte vor 7 Millionen Jahren. Sein Fund sorgte im Jahre 2001 für großes Aufsehen. Man fand in der Jurab-Wüste im afrikanischen Tschad einen Schädel, der eigentlich noch sehr jenem eines Schimpansen ähnelte. Dennoch hatte er die typischen Merkmale, die in das Bild eines sehr frühen Hominiden passen würden. Vor allem die Zähne und der flache Gesichtsschädel wichen schon stark von dem eines Schimpansen ab. Die Forscher nehmen nun an, dass sich vor rund 7 Millionen Jahren die DNS der beiden Gattungen Hominiden und Menschenaffen getrennt haben. Nun begannen sich aus einer Art mehrere verschiedene Arten zu entwickeln. Der Ororin tugenensis lebte vor 6 Millionen Jahren. Im Jahre 2000 fand man im Siedlungsgebiet der Tugen im afrikanischen Kenia Skelettfragmente von einer bislang noch unbekannten Hominidenart, die man später auf rund 6 Millionen Jahre datierte. Dieser neu entdeckte Hominide konnte schon aufrecht gehen und war ein Waldbewohner, der sich von Mischkost ernährte. Man nimmt an, dass er zu den Vorfahren der Australopithecinen gehörte. Der Australopithecus ramidus lebte vor 5,7 Millionen Jahren. Entdeckt wurden seine Überreste im Jahre 2001 in Äthiopien. Seine Gattung konnte schon aufrecht gehen, lebte aber noch in Wäldern und schlief auf Bäumen. Der Fund des Australopithecus ramidus wurde auf ein Alter von 5,7 Millionen Jahren datiert. Die Forscher, die ihn fanden, gaben ihm noch einen dritten Namen, Kadaver, was so viel wie Stammvater bedeutet. Ob er wirklich der Stammvater der Gattung Homo sein soll, ist aber bislang noch nicht bewiesen. Der Australopithecus anamensis lebte vor 4,2 bis vor 3,9 Millionen Jahren. Diese Australopithecin-Art fand man im Jahre 1994 in Nordkenia in der Nähe des Turkana-Sees. Der Australopithecus anamensis war sozusagen das Bindeglied zwischen Australopithecus ramidus und Australopithecus afarensis. Er wurde etwa 120 cm groß und erreichte ein Gewicht von 35 bis 55 Kilogramm. Der Australopithecus barigazali lebte vor 3,9 Millionen bis vor 3 Millionen Jahren. Man fand Knochen von dieser Australopithecinenart im Jahre 1993 am afrikanischen Tschad. Beim Fundgut handelt es sich um einen Unterkiefer, der in seiner Anatomie Ähnlichkeiten mit der Australopithecus afarensis aufweist und daher von manchen Forschern nicht als eigene Art, sondern vielmehr als eine Unterart von Australopithecus afarensis angesehen wird. Der Kenyatropus platyops lebte vor 3,5 Millionen Jahren. Im Jahre 2001 wurde ein weiterer Fund in der Nähe des Turkana-Sees gemacht, Kenyatropus platyops. Sein Name bedeutet so viel wie flachgesichtiger Kenia-Mensch.
Aufgrund seiner Abweichung in Wangenknochen und Gesichtskonstruktion ähnelt er mehr dem Homo rudolfensis als Australopithecin. Es stellt sich die Frage, ob er Vorfahre des ersten Vertreters der Gattung Homo sei. Der Australopithecus afarensis lebte vor 3,5 Millionen bis vor 2,5 Millionen Jahren. Australopithecus afarensis bedeutet so viel wie Südaffe aus Afar, da man den ersten Fund dieser Art in Äthiopien im Harda-Becken in Afar machte. Er hatte schon viel Menschenähnliches an sich. Die Füße waren schon nicht mehr zum Greifen geeignet, sondern nur noch zum Gehen. Diese Art wurde etwa 1,50 Meter groß und wog durchschnittlich 29 bis 45 Kilogramm. Der Australopithecus africanus lebte vor 3,5 Millionen bis vor 2,3 Millionen Jahren. Der erste Fund von Australopithecus africanus wurde in Südafrika in Taung gemacht. Dabei handelt es sich um ein Kind, das vor rund 2,5 Millionen Jahren gelebt hatte. Später wurden in Kenia, Äthiopien und Tansania weitere Funde dieser Australopithecin-Art gemacht. Der Australopithecus africanus unterschied sich eigentlich nur sehr wenig vom Australopithecus afarensis. Darum muss sich anders ernährt haben. Seine Backenzähne waren doppelt so groß wie die des heutigen Menschen. Dafür waren seine Schneide- und Eckzähne kleiner. Der Australopithecus africanus erreichte eine Größe von 1,40 Meter und wurde ungefähr 30 bis 60 Kilogramm schwer. Die robusten Australopithecin lebten vor 3,1 Millionen bis vor 1 Million Jahren. Der Name Robustus bezieht sich mehr auf den Kauapparat als auf das Aussehen. Mit ihrem Gebiss konnten die robusten Australopithecin viermal stärker zubeißen als der heutige Mensch. Die Nahrung bestand aus Wurzeln, Samen, Zehen, Knollen und somit waren diese Art spezialisierte Pflanzenfresser. Der Australopithecus gari lebte vor 2,5 Millionen Jahren. Er wurde 1999 in Ostafrika entdeckt. Wahrscheinlich hatte er sich aus dem Australopithecus afarensis entwickelt. Sein Körperbau ähnelt mehr den Arten der Gattung Homo als den Australopithecin. Daher vermutet man in ihm auch das Bindeglied zwischen Australopithecin und Hominiden. Der Homo rudolfensis lebte vor 2,5 Millionen bis vor 1,8 Millionen Jahren. Der Homo rudolfensis gilt als der älteste Vertreter der Gattung Homo. Er hantierte schon mit Steinwerkzeugen und stellte scharfkantige Abschläge her, um an seine Nahrung zu kommen. Homo rudolfensis wurde etwa 1,55 Meter groß und wuchs zwischen 50 und 70 Kilogramm. Von seinem Aussehen her hatte er menschenähnlichere Züge als der spätere Homo habilis. Nur sein Gebiss war dem Australopithecin ähnlicher, während Homo habilis schon kleinere Zähne hatte. Der Homo habilis lebte vor 2,1 Millionen bis 1,5 Millionen Jahren. Homo habilis bedeutet so viel wie geschickter Mensch. Er benutzte ebenfalls Steinwerkzeuge wie der Homo rudolfensis, scheinbar aber noch effektiver. Er entwickelte gezielt mehrere Arten von Steinwerkzeugen zum Schneiden von Fleisch, Pflanzen oder Holz. Der Homo habilis wurde etwa 1,45 Meter groß, die Männer wogen zwischen 50 und 90 Kilo und die Frauen ungefähr 30 bis 40 Kilogramm. Der Homo erectus lebte vor 2,1 Millionen Jahren bis vor 40.000 Jahren. Mit Homo erectus erschien der erfolgreichste Homo auf der Bildfläche der menschlichen Evolutionsgeschichte. Nach dem Aussterben der Australopithecin blieb nur ein Homo übrig. Der Neandertaler und der heute lebende Mensch sind direkte Nachfahren von Homo erectus. Der Homo sapiens neanderthalensis lebte vor 200.000 Jahren bis vor 27.000 Jahren. Sein Name bedeutet so viel wie der weise Mensch aus dem Neandertal. Die frühesten Funde stammen aus Kroatien nördlich von Zagreb. Dort wurden Kiefer, Schädel und Knochenreste sowie Zähne von etwa 70 Neandertalern gefunden, die vor 130.000 Jahren und 90.000 Jahren dort lebten und starben. Das Gehirn des Neandertalers war ein wenig größer als das seines Nachkommens Homo sapiens sapiens. Da das Gehirn auch für die Regulierung des körpereigenen Wärmehaushaltes zuständig ist, fand diese Entwicklung vermutlich während der letzten Eiszeit statt. Der Neandertaler hatte sich optimal an die Kälte angepasst. Sein Körper war daher eher klein, aber sehr robust, um den Kälteverlust zu gering zu halten. Der Neandertaler hatte eine durchschnittliche Größe von 1,60 Meter bis maximal 1,80 Meter und ein Gewicht von etwa 75 Kilogramm. Sein durchschnittliches Hirnvolumen betrug zwischen 1200 bis 1750 Kubikzentimetern. Der Homo sapiens sapiens lebt seit etwa 200.000 Jahren. Alle heute lebenden Menschen gehören zur Spezies Homo sapiens sapiens und haben folglich gemeinsame Vorfahren. Egal welche Hautfarbe oder Haarfarbe sie auch haben mögen, alle Menschen haben denselben Ursprung. Der Homo sapiens sapiens durchlebt eine verhältnismäßig lange Kindheit, die auch notwendig ist, um sein großes Gehirn ausreichend ausreifen zu lassen. Neandertaler waren trotz ihres größeren Gehirnvolumens schon seit 16 Jahren voll ausgewachsen. Der heutige Homo sapiens sapiens hat sich vermutlich vor etwa 200.000 Jahren südlich der Sahara entwickelt. Vor etwa 100.000 Jahren begann die große Wanderschaft der anatomisch modernen Menschen kreuz und quer über den Globus. Im Vergleich zum Neandertaler hat der moderne Mensch ein kleineres Hirnvolumen von ca. 1200 bis 1700 Kubikzentimetern. Die Evolution beim Menschen ist noch lange nicht zu Ende. Je nach Lebensart entwickelt er sich immer weiter und passt sich seiner Umgebung weiter an.